Hallo, liebe Nuklearfreunde, willkommen hier, Radioaktiv. Nukular. Das Wort heißt Nukular. In Trüberbrook. Jo, unsere Twilight Zone hier im Sumpfgebiet. Puh, also keine Ahnung, was hier abgeht. Also es ist alles sehr, sehr merkwürdig hier in diesem komischen Ort. Es schlägt das Wetter um von einer Sekunde auf die anderen. Die Landschaft ändert sich. Alles ist hier total auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also auf jeden Fall, ich werde als nächstes mal versuchen, hier diesen Meteoriten zu entfernen. Vielleicht können wir den für unsere Maschinen gebrauchen. Da brauchen wir ja noch so einen Kraftkern oder irgendwie sowas. Okay. Ordentlich am Buddeln hier. Oh. Hat er was gefunden? Ein Space-Stein aus dem Weltall. Space-Stein. Ach hier. Ah, das sieht man jetzt im Grün nicht, weil das grün ist. Kann ich den hier... Ein Space-Stein aus dem Weltall. Den kann ich jetzt mit dem... Daher der Bleipokal, um die Strahlung abzuhalten. Na klar. Komm her, mein Kleiner. Ist komplett logisch. Perfekt. Eine wichtige Komponente für den Quantendiskriminator. Aha, siehste, da haben wir den. Jetzt können wir so richtig die Quanten diskriminieren, so, aber... Jo, obwohl diskriminieren heutzutage ja nicht mehr so up-to-date ist, aber Quanten, mit denen kann man es machen, ich sag's euch. So. Okay, dann gehen wir mal zurück zu Herrn Taft. Unseren drei Wettertaft-Kollegen aus der anderen Dimension. Will der jetzt langsam mal singen oder so? Geht gleich los, komm. Ja, ist okay. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Also, was ist, stimmt denn mit dem nicht? Hier oben noch irgendwas? Kann man da noch irgendwas? Ich weiß nicht. Man weiß ja nie. Hier kann sich ja alles ändern plötzlich. Ne, hier ist alles wie immer, so wie es aussieht. So kein Eichhörnchen oder sowas. Hier sind wieder die Sternschnuppen am Himmel. Hier ist das Wetter leuchten. Also ich glaube, ich spinne. Naja, okay. Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Okay. Ja, ihr Bruder ist tot. Ach ja. Kommen wir weiter. Müsst ihr irgendwie an den Fernseher kommen? Kann ich hier jetzt was einbauen? Ah ja. Hui, ja, ich versuche mal was damit. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Drei Teile noch. Drei? Gretchen hat eine Idee. Keine Zeit zu verlieren. Okay. So, jetzt noch etwas Calcium. Sieht aus wie bei Stargate. Okay. Ah, da ist jetzt so ein leuchtender Kristall oben drin, der so prismatisch leuchtet. Also das heißt, immer wenn wir hier was einbauen, macht sie auch was am Tor gleichzeitig. Das ist so ein Wettrennen. Hm. Hier ist irgendwas so... komisch. Die Tasten. Oder? Hier dieses Element. Hm. Keine Ahnung. Was fehlt mir denn jetzt noch? Wie ist die Lage? Geht so. Wegen des Quantendiskriminators. Ja? Ich habe leider völlig den Überblick verloren. Allerdings. Was brauchen wir nochmal? Am besten guckst du dir den Plan an. Wir brauchen eine Energiequelle. Am die besten eine richtig starke. Dieser Meteoritensplitter, den du mir mitgebracht hast, sollte ausreichen. Sehr gut. Außerdem brauchen wir einen Teilchenbeschleuniger. Ach so. Klein genug, um ihn hier drin zu verbauen. Eine Brownsche Röhre vielleicht? Aus einem TV-Gerät? Könnte funktionieren. Da weiß ich was. Ein Interface, um das Gerät zu steuern. Eine Tastatur, eine Klaviatur, irgendein Eingabegerät eben. Verstehe. Und dann noch ein potentes Kühlmittel. Sonst fliegt uns das Teil um die Ohren. Irgendwelche Ideen? Kühlmittel? Wasser wird wohl nicht reichen. Lass dir Helium. Okay, ich bin bald zurück. Flüssiges Helium. Das könnte gehen. Cool mit dem Licht.
Aber wie kommen wir denn da jetzt dran? Oh Gott, es wird immer komplizierter. Wie kommen wir an diesen blöden Fernseher? Da ist eine braunsche Röhre drin. Ja. Die könnte ich gut für den Quantendiskriminator gebrauchen. Ohne das richtige Werkzeug bekomme ich das nicht auf. Ich brauche ein Werkzeug. Na gut, das Ding erzeugt einen Kathodenstrahl. Das ist im Grunde auch ein Teilchenbeschleuniger. Wie kriegen wir denn jetzt Werkzeug hier? Wir haben ja oben Werkzeugkasten und anscheinend ist der leer, oder was? Kann die uns hier noch irgendwo mal nützlich sein? Trude? Hallo, Professorchen. Ich hätte da noch ein... Ja, natürlich. Nee. Ach, schon gut. Ich muss... Fühlen Sie sich... Okay, gibt's nichts Neues? Wie kommen wir denn jetzt an dieses Werkzeug? Und wir brauchen noch eine Klaviatur, Tastatur. Tralala. Ich biete irgendein Klavier, die eine Schreibmaschine. Ne, da kommen wir auch nicht weiter. Das kann man kaum als Eingabegerät sehen. Teilchenbeschleuniger, Energiequelle haben wir. Dieses Helium. Können wir nochmal auf die Metastation? 10433. Okay. Wir bräuchten dieses Gas irgendwie. Entschuldigung, ist das Helium in Ihrem Tank? Genau. Zum Befüllen der Wetterballons. Ach, ich dachte, die nehmen das, weil die Stimme so hoch ist, wenn man das nimmt. Okay. Okay. Ist hey, klar. Nicht das Helium klauen. Ich könnte das abfüllen mit den... Ist klar. Okay, okay. Klar, ich muss irgendeinen Behälter haben dafür. Aber wie komme ich jetzt da dran? Oh. Hallo? Guten Tag. Könnte ich mal was von Ihrem Helium abzweigen? Ich will Ihnen wirklich nicht die Laune verhageln, aber könnte ich mir wohl etwas von Ihrem Helium abzweigen? Helium ist sehr kostbar, vor allem hier oben. Was haben Sie denn vor? Ich möchte es als Kühlmittel verwenden. Als Kühlmittel? Das funktioniert doch gar nicht. Sie müssten es herunterkühlen, bis es flüssig wird. Ach, das geht auch so. Glauben Sie mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin doch schließlich Physiker. Also, könnte klar, ich etwas von ja. Ihrem gasförmigen Helium abbekommen? Ich überlasse Ihnen etwas Helium, wenn Sie mir im Gegenzug einen Gefallen tun würden. Okay. Könnten Sie wohl für mich runter ins Dorf gehen und ein eiliges Telegramm an die Zentrale schicken? Telegramm? Ich kann hier nämlich unmöglich weg. Das glaubt mir kein Mensch. Jahrelang sitzt man hier. Jahrelang passiert nichts. Und dann... Erschlag mich doch der Blitz. Aurora Borealis. Über Trüberbruck. Na hier, ne? Stimmt, hier ist es auch. Wetterleuchten. Ja, jahrelang. Die war 6 Monate hier, oder? Also gut. Ich helfe Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Gasthaus unten im Ort verfügt über einen Telegrafen. Hä? Sollen diese Tabelle telegrafieren, oder wie? Gut, Telegraph 1967. War das wahrscheinlich noch up to date? Aha. Wolkenachtel, Windrichtung, Windgeschwindigkeit. Wettererscheinung, Wetterzustand, Luftdruck. Beitrag der Luftdruckänderung. Okay, Art der hohen Wolken gibt's nicht. Wir haben aber die Uhrzeit nicht. Die Stationsnummer. Die Stationsnummer, die haben wir. Die steht hier dran, denke ich mal. So eine lange Zahl dann. Oh Gott, wie soll man das denn sich merken?
Die Uhrzeit. Was denn für eine Uhrzeit, meint die? So, gut. Ich habe mir davon jetzt mal ein Foto gemacht, weil man muss das hier irgendwie auf der Reihe kriegen. Weil anders geht das nicht. Wie soll man sich das merken? Jo. Ich so. Versuche es mir zu merken. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser, danke. Hallo? Können wir noch mit dir reden? Guten Tag. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Hier in Trüberbrook? Das Projekt läuft jetzt seit 6 Monaten. Kriegen wir irgendwas über die Uhrzeit raus? Was machen Sie hier? Ich beobachte das Wetter. Und, was macht das Wetter so? Tja, eigentlich bin ich in Trüberbrook, weil das Wetter hier so besonders unauffällig ist. Ein richtiges Durchschnittswetter, wenn Sie so wollen. Aber okay, das Sie meinen, das ist Schnee von gestern? Ganz genau. Mir dämmert, was Sie meinen. Ich muss okay, weiter. Okay, da kommen wir nicht mit weiter. Ja, okay, also denk mal das hier. 10433 ist die Stationsnummer. Und, okay. Die brauchen wir dann. Okay. Dann gehen wir mal zu Trude, zu ihrer hochtechnischen Eingabegerät, um Nachrichten zu versenden. Dass sie auch Telegramme verschickt hier. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, hier gibt's alles. In der Pension. 60 Meter tiefer Keller. Bierbraustation. Ich meine, die haben ja noch nicht mal eine Kneipe hier so wirklich, aber ja. Gut, gucken wir mal. Trude? Hallo, Professorchen. Oh, Moment. Ich muss weit fühlen. Moment, sagt uns da hier vielleicht die Uhr dann was? Nee, da steht immer 10 nach 12, ne? Ja, okay. Weiß nicht, ob uns das weiterhilft. Trude? Hallo, Professorchen. Hallöchen, Professor. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Ich möchte ein Telegramm aufgeben. Für die Meteorologin oben auf dem Berg. An die Meteorologische Gesellschaft? Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also... Ja, aber ich weiß ja die Uhrzeit nicht. Oder... Also dann 07 und dann kam eine 4. Also müsste dann... die Zahl 20 die Uhrzeit sein und man geht's mit der 4 weiter. Ich schätze 07. Ich versuch's mal. 204. Die Morstars, echt. Du Scheiße. Okay, dann geht's mit einer 10 weiter. 10433. 10433. Dann 22608. 22608. Die Morse das echt. Also das ist, war glaube ich auch schon 67, ein bisschen altmodisch. Aber gut, 40018. 40018. Ich hoffe, ihr habt das alles schön mitgeschrieben. 18109. 18109. Dann 00030. 00030. Dann 040103. Wehe, das war jetzt falsch. 04103. Die Antwort lässt ja nicht lange auf sich warten. Gibt ihr das mit dem C oder was?
Ich lese vor. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation. Stopp. Danke, Trude. Ich werde die Nachricht sogleich überbringen. Okay, einen Zettel haben wir nicht. Müssen wir uns merken. Nee. Da geht es raus auf den Dorfplatz. Ach. Die Tür, geh doch einfach durch die Tür. Herrgott. Geht er da direkt nach oben oder kann ich die Karte dann auswählen? Nee, da geht er direkt nach oben, komischerweise. Aber wenn ich dann hier aus dem Bild rausgehe, kommt dann die Karte. Nee, sag mal, wie geht der hier immer? Ist da irgendwo ein Loch? Diese Wetterleuchten-Geschichte. Alles sehr merkwürdig. So, dann gehen wir mal nach oben. Also beamen uns in die Wetterstation, da sind wir. Oh, Jesus Maria. So. Bitte sehr, Frau Wettermann. Frau, Kachelfrau. Nee, Wetterfrau. Hallo? Kachelmann. Guten Tag. Ich überbringe Ihnen eine Antwort aus der Zentrale. Hier ist die Antwort aus der Zentrale. Werte uneindeutig. Stopp. Bitte alle Messungen überprüfen. Stopp. Sensation? Stopp. Oh, eine Sensation, hörst du? Eine echte Sensation. Bitte tu mir noch einen Gefallen. Ah. Dann kannst du dir so viel Helium nehmen, wie du willst. Okay. Hier. Nimm diesen Schraubenzieher, geh zu meinen drei Außenstationen, guck rein und bring mir die Werte. Bitte, ich kann hier auf gar keinen Fall weg. Wo finde ich die Messstation? Ah. Also, eine ist unten am See, ah, die zweite im Ort bei der Aussichtsplattform, mm, und eine dritte steht draußen im Moor. Okay. Alles klar. Tausend Dank, Herr... Tannhauser. Herr Tannhauser. Tannhauser. Tannhäuser ist auch egal. Ziemlich kalt ist, naja, gut. Echte Quanten frieren nicht. So. Das, jetzt wissen wir auch endlich, wofür diese Kästen sind. Das Geheimnis der Kästen hat sich gelöst. Hier ist immer noch alles wie vorher, okay. Oh, hat schon Angst, hier irgendwo drauf zu klicken, dass plötzlich die Landschaft wieder anders ist. So, jetzt können wir dieses Ding jetzt aufschrauben. Ja, Gott sei es gedankt. Endlich. Das ganze Spiel triggert mich, dieser scheiß Kasten schon. Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Temperatur, Luftdruck. Ah ja, Hygrometer sollten eigentlich nicht so nah am Wasser stehen. Ja, das stimmt. Naja. Ja, ein Hygrometer direkt am Wasser macht ja nicht so viel Sinn. Also willst du Luftfeuchtigkeit messen, wenn du praktisch in der Luftfeuchtigkeit drin bist, ne? Okay, dann haben wir endlich das Geheimnis dieser Kästen gelöst. So, dann zum Moor. So, der leuchtet immer noch grün. Komisch. Naja, gut, der hat wahrscheinlich schon länger Strahlung abgekriegt. Gut, ist hier immer noch so ein bisschen grün. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie regelmäßig hier rauskommt. Ja. Mal sehen. Windrichtung, Windgeschwindigkeit. Hier ist noch nicht mal ein Windmessgerät. Niederschlag, Temperatur. Alles sehr dubios. Luftdruck. Ah ja. Das nur noch eine Wetterstation nicht zur Überprüfung. Gut. Dann paddeln wir mal wieder zurück. Wir haben ja wirklich viel Bewegung und ständige Klimawechsel, aber naja, gut. Echten Physiker haut das nicht Ahoi. Um. Oder? So, das haben wir dann auch. Und dafür müssen wir wieder in die Stadt. Müssen wir einmal wieder hier durchlatschen. Das ist der einzige Punkt, wo man nicht direkt hinspringen kann. Ha! Das ist das einzige Ding, was auch ein Windmessgerät hat. Und wir haben auch endlich einen Schraubenzieher erhalten. Mal sehen.
Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Niederschlag. Ganz schön windig hier oben. Temperatur, Luftdruck. Ah ja. Das sollte reichen. Okay. Kann man jetzt eigentlich den Meteoriten nicht mehr sehen? Ist weg. Tatsächlich. Okay. Haben wir an alles gedacht. Sehr schön. So. Nächster Punkt, den wir jetzt abhaken können. Ich hole mir jetzt diesen Fernsehapparat, also die braunsche Röhre. Gucken Sie nicht auf mich. Machen Sie einfach weiter ihr. Die hat eh nur ein Glas. Ich weiß nicht. Das müsste eigentlich schon durchgescheuert haben. Das ist eine braunsche Röhre. Ja, das wissen wir. So, hier. Sorry, falsch geklickt. Mach ihn auf! Ja! Schnappe dir! Perfekt. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Schlawumms. So, das haben wir auch. Ja, trauriges Gerät jetzt, aber gut, Leni ist jetzt eh nicht mehr hier. Wird wahrscheinlich auch nie mehr wiederkommen. Wir haben den einzigen Fernseher im Ort kaputt gemacht. Uiuiui. So, jetzt müssen wir nochmal nach oben, genau. Der will immer noch nicht keine Musik machen. Mit denen gibt es allen nichts Neues hier. Gut, jetzt gehen wir nochmal in die Wetterstation. Oh. Hallo, da sind wir schon wieder. Und jetzt lauf schneller. So, jetzt ist Tagzeit hier. Jetzt mal zum Abschluss bringen. Hallo? Ich will wissen, wie es weitergeht. Was machen Sie hier? Ich frage das doch nicht nochmal. Ich habe hier alle Ihre Messdaten. Ich habe hier Ihre Messdaten. Oh, das ist ja einfach unfassbar. Das ist der Nobelpreis. Ich muss mir das unbedingt aus der Nähe ansehen. Aber... Ach ja, behalt das Helium. Nimm so viel du willst. Hallo? Das macht man mal so, glaube ich, nicht. Okay. Die Fernsehmeteorologen machen das nie. Hallo? Die sind einfach weggeflogen. Die sind einfach bekloppt. Ja. Schöne Messwerte da oben. So, jetzt können wir unser Gummitier aufladen. Mit Helium. Gepumpt mit Edelgas. Ach du Scheiße. Perfekt. Eine weitere Komponente für den Quantendiskriminator. Sieht das bescheuert aus. Jetzt läuft der mit dem Dinosaurier rum. Kann man hier irgendwie noch irgendwas machen? Nee, das hier ist nur zum Angucken. Das auch. Bei dem Wetter bleibe ich lieber am Boden. Ja, mit dem Ding hier, ne? Ist klar. Das sieht bekloppt aus. Okay, ich sehe alles merkwürdig. Ist es auch egal, wie man so rumläuft. Alter Vater. Okay, jetzt gehen wir mal ins Dorf wieder zurück. So. Jetzt fällt überhaupt nicht auf, wie ich hier rumlaufe. Ist ganz normal hier. Macht euch keine Gedanken. Hallo, wie geht's Ihnen? Hallo, ich habe einen Schwimmreif mit Helium gefüllt. Alles ist okay. Ja, Herr? Mein Herr? Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Es war mir... Bis bald. So, jetzt will ich mit dem Kollegen nochmal. Okay, da ist was Neues. Mit dem Tierchen da, ey. Lass mich nur noch kurz auf Betriebstemperatur kommen. Pass mal auf, mein Freund. Ich hab was, damit du auf Temperatur kommst, aber sowas von, der beamt dich direkt mal in drei Zeitalter zurück. Auf euch, Jungs. Auf Wiedersehen. Genau das Richtige. Prost. Und los geht's. Viel Spaß. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Die Menge versammelt sich. Das Konzert beginnt. Okay. Ende der Welt, hin oder her. Ich kann auf keinen Fall das Konzert verpassen. Jetzt können wir hier eine Textzeile aussuchen, oder was? Singen die auch? Die sind ja alle versammelt. Der Aluhut. Oh, das ist ein bisschen leise.
Okay, ich hatte die Musik ein bisschen leiser gedreht für das Spiel, deshalb versuche ich es für euch so ein bisschen lauter zu machen wieder. So, machen wir die nächste Zeile. Aber hier sind alle versammelt, ne? Auch der Schläfer hier und hier ist Gretchen. Und der Doktor. Und Klaus. Die Wandersfrau. Taft steht hier. Interessanter Stil. Coole Idee mit dieser Band. Die singen ein richtiges Lied hier. Wahrscheinlich sehen die in echt wirklich so aus. Ich mach nochmal eine Zeile. Oh! Cool, die Sterne fallen vom Himmel. Ich kann Feuerwerk machen. Hey! Das macht Spaß. They just need to be found. Hui. And it could be so good. And it could be so fine. And if you help me to forget you, then I'll make you mine. You. Feuerwerk! Für alle Spielkinder. Coole Idee. Das ist echt lustig. Feuerwerk! Hey! Ich glaube, wir haben uns alle jetzt mal so richtig LSD reingepfiffen hier. Ist der Typ aus der Klinik, der immer pennt. Also hier ist wirklich jeder vertreten. Sehr merkwürdig alles. Und er steht hier mit seinen Schwimmflügeln. Stimmung! Jetzt das große Finale. Merkwürdiger kann es eh nicht mehr werden. Cool, das war das Konzert. Ja, coole Idee, muss ich sagen. Also mit der Band hier. Die haben ja echt eine Band engagiert für dieses Spiel hier. Auch eine sehr interessante Art zu singen. Also das fand ich mal echt cool.
wie das gemacht ist hier. Also totaler Trip war das hier gerade. Also das Spiel ist ein bisschen so wie ja, deutsches LSD. So ein bisschen dröge und trocken und vergilbt, aber macht irgendwie trotzdem Spaß und ist absolut merkwürdig. Naja, wir haben hier was gefunden. Ein Akkordeon, glaube ich. Das brauchen sie wohl nicht mehr. Perfekt. Und damit haben wir ein Manual zum Bedienen. Für den Quantendiskriminator. Weil das hat ja diese Tasten, also dieses Manual. Und damit können wir vielleicht diesen Diskriminator diskriminieren. Oder die Quanten und so. Hatten Sie gerade hier ein Feuerwerk gesehen? Eigentlich nicht. Wo willst du hin? Hallo? Aber hier stand eben Gretchen, ne? Also alles sehr merkwürdig. Alles sehr merkwürdig. Ich blicke hier nicht mehr durch, muss ich sagen. Okay. Aber ich meine, ich steuere eine Figur, die einen Dinosaurier-Schwimmreifen trägt, der mit Helium gefüllt ist. Und wir sind hier irgendwo in Norddeutschland in den Bergen, die es eigentlich auch nicht gibt. Und wir haben Wetterleuchten und der Saturn scheint und... Alter Falter. Ich glaube, wir haben alle zusammen am Anfang des Spiels, ohne zu bemerken, diesen Bolzenschuss getrunken. Und deshalb sind wir alle durchgeknallt. So. Hui. Okay. Gut, dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wie es dann weitergeht. Ob wir den Quantendiskriminator zusammengebaut bekommen. Trude die Theke endlich durchgescheuert bekommt. Und wie bescheuert wir eigentlich hier noch weiterhin rumlaufen werden. Und das schauen wir in der nächsten Folge an. Und ich hoffe, ihr seid dann auch noch dabei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Hui. Interessanter Stil. The willow was our forever weeping. The roots are dark and deep.